Hallo und schön, dass ihr heute wieder dabei seid bei Let's Play World of Tanks mit einem Panzer, den ich glaube ich auch eher seltener gezeigt habe, den Centurion 1 nämlich, dem Tier 8 mittleren Panzer der Briten. Der Panzer selber ist mit seinem Alpha-Schaden nicht so hoch gesegnet, 230 Schaden, 226 Durchschlag oder 230 Schaden bei 258 mit Premium und natürlich HE, wie hier zu sehen. Der Damage in dieser Tier 8 Runde, wobei eigentlich ist er ja in dem Tier 9 Gefecht gelandet, also der Damage hier in dieser Runde ist gar nicht der höchste, den ich so in Tier 8 normalerweise zeige und normalerweise habe, aber dafür muss man sagen, unterstützt er auch fantastisch und bekommt am Ende dafür 1700 Basis-XP, also das ist aller Ehren wert. Und jetzt schauen wir mal, hier versucht gleich der VTU durch die Mitte zu kommen, wird hier gekettet und da sieht man mal wieder, dass in die Mitte hochfahren beschert ihn auch seinen Tod, also nicht sonderlich gut. Jetzt hier auf den IS-3. So, der IS-3. Da probiert es der 1C, aber nicht so wirklich von Erfolg gekrönt. Und er kommt auf den IS-3 hier rein und der Rheinmetall von ihm unterstützt da hier auch sehr gut in die Mitte. Man muss sagen, das ist definitiv hier als Quickie anzusiedeln. Die kurze Runde unter 6 Minuten ist hier alles erledigt. Und jetzt hat er hier gerade einmal das Munitionslager und die Ketten beschädigt bekommen. Dafür macht er jetzt hier wahrscheinlich den Spot auf die Mitte. Und trifft jetzt hier auch auf den Tiger wieder gut drauf. Und hier sieht man, den hat er dementsprechend gut vorbereitet, sodass jetzt der lediglich nur 69 Hitpoints hatte, muss man ja direkt schon sagen, weil das war jetzt schnell rum. So, der 1C. Ne, der Skoda in dem Fall bekommt da den Hit. Weil der 1C ist einfach nicht zu erreichen. Der Skoda fährt jetzt durch, bekommt nochmal den Hit. Das ist natürlich jetzt nicht so clever. Und es würde, ach ja, das war nix, Skoda. Aber dafür hat der 1C aufgepasst. Aber er macht hier den Job in die Mitte sehr, sehr gut, weil er wirklich hier viel Vorarbeit des Spottings leistet. 1C, ich brauche da noch einmal kurz bitte vorsprechen. Es wäre jetzt der Wunsch natürlich, dass er da nochmal vorlugt, aber scheinbar tut er den gerade nicht. Nee, er hat jetzt auch keine Muße mehr, denkt sich, nö, wenn er nicht will. Wenn ich will, der hat schon. Jetzt kommt er aber, wie es immer ist. Man ist so in dem Augenblick, man will gerade wegfahren und denkt sich, nee, das hat eh keinen Sinn mehr. Und dann ploppen sie auf einmal alle auf. Das ist wie im Supermarkt. Man geht an die Kasse, wo gefühlt am wenigsten los ist. Und dann hat man die Rentner vor sich, die bei jedem Pfennigstück noch was erklären können und eine Geschichte dazu haben. Wie es halt immer so ist. So, der Tiger 1 hier hat ganz wenig Hitpoints lediglich und wollte gerade sagen, das dürfte kein Problem sein, die auch wegzunehmen. Da der Type 4 schwer, das ist natürlich ein harter Hund. Da ist der Centurion ja angenehmer. Und jetzt muss er hier runter, weil da war er ein bisschen zu weit vorne und jetzt kann er den da dementsprechend beschießen. Muss hier natürlich aufpassen, dass er hier von vorne nicht rausgenommen wird, aber mit Auto-Aim hat er ihn dann da gut rausnehmen können. So, und jetzt wird schon die Mitte gespottet. Also, fein
Auch der Ferdinand ist da rausgeschickt worden. So, Rheinmetall. Der hat die kleine Kanone drauf. Da ist der Schaden überschaubar. Und bei der Papphandsung kann man ja eigentlich überall durchschießen. Einzige, was ich ihn jetzt ankreide, dass er hier jetzt nicht auf HE lädt. Das hätte er jetzt locker easy zumindest beim zweiten, dritten Schuss machen können. Aber mit dem nächsten macht er ihn so oder so weg. Also halb so wild. Gut, auch der zerstört. Jetzt hier die Arti. Eieiei. Ja, da macht's halt der Rheinmetall. Aber auch hier hat er den wieder aufgeklärt und wieder einen Unterstützungsschaden. Also am Ende fast 5000 Damage unterstützt. Das muss man erstmal machen. Deswegen 1700 Base-XP mehr als verdient hier in der Runde. Schade, dass er nicht noch den Krieger bekommen hat. Den hätte er sich verdient. Ansonsten, was soll man sagen, war eine super schöne Runde, wo er einfach auch gut unterstützt und teamdienlich gespielt hat. Von dem her danke ich ganz recht herzlich. Hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Euer Karamba.